Ja, willkommen zu einem der populärsten Probleme aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Eine kleine Herausforderung für den gesunden Menschenverstand. Ja, es handelt sich um das Ziegenproblem. Das Ziegenproblem. Oder auch Monty Hall-Problem, weil der Monty Hall, das war der Showmaster, bei dem dieses Ziegenproblem regelmäßig in der Show vorkam. Ja, und dann stell dir einfach mal vor, du wärst der Kandidat in der Show von Monty Hall und irgendwann in der Show würdest du dich dann vor drei Türen wiederfinden. Also du ständest hier vor drei Türen. Eins, zwei und drei. Und der Showmaster würde sagen, hinter einer dieser Türen wartet ein toller Preis auf dich. Ein großes Auto oder ein großer Geldbetrag, irgendwas, was du gerne hättest. Und die zwei anderen Türen führen aber nur zu einem Trostpreis. Und es war in dem Fall eben immer so eine Ziege hinter diesen Türen. Und deshalb heißt das ja auch das Ziegenproblem. Du als Kandidat sollst jetzt eine der Türen auswählen, von der du glaubst, dass dahinter der Hauptgewinn ist. Und du könntest ja zum Beispiel einfach mal sagen, okay, dann wähle ich einfach mal Tür 1. Jetzt ist es aber noch nicht zu Ende. Der Showmaster zeigt dir nicht gleich, ob du da gewonnen hast oder nicht, sondern der Showmaster öffnet jetzt eine dieser beiden anderen Türen. Und zwar öffnet er dann immer eine Türe, hinter der so eine Ziege steht. Also nehmen wir mal an, hinter der Tür 3 würde eine Ziege stehen. Dann würde der Showmaster jetzt diese Türe hier öffnen und dir zeigen, dass dahinter jetzt diese Ziege hier rauskommt. Und dann würde er sagen, lieber Kandidat, möchtest du dir es nochmal überlegen? Glaubst du immer noch, dass der Gewinn hinter Tür 1 ist oder möchtest du wechseln? Möchtest du vielleicht das haben, was hinter der Tür Nummer 2 ist? Du kannst dir es nochmal überlegen. Ja, und die große Frage ist jetzt, lohnt es sich für den Kandidaten zu wechseln? Erhöht der Kandidat seine Gewinnchance, wenn er statt der Tür Nummer 1 die Tür Nummer 2 wählt? Denk mal drüber nach. Drück einfach mal auf Pause. Lass dir Zeit und dann geht es dann gleich weiter mit der Auflösung. Ja, dann gehe ich mal davon aus, dass ihr jetzt da drüber gebrütet habt. Für die Auflösung stellen wir uns mal vor, dass wir die Macher dieser Spielshow sind. Das heißt, wir wissen genau, wo der Gewinn steht. Also, wir haben wieder diese drei Türen. Eins. Tür 2 und Tür 3. Aber als Macher der Spielshow wissen wir, dass das Auto, dass der Gewinn hier hinter der Tür Nummer 2 steht. Und dass hier eine Ziege ist und dass hier eine Ziege ist. Ja, jetzt kommt wieder der Kandidat und wie oben sagt er jetzt hier, ich glaube, der Hauptgewinn steht hinter der Tür Nummer 1. Wir wissen, dass das falsch ist. Trotzdem macht der Showmaster jetzt diese Türe hier auf mit der Ziege, zeigt das dem Kandidaten, dass diese Türe nicht zum Sieg führt und fragt wieder, lieber Kandidat, möchtest du wechseln? Und wir sehen, dass in diesem Fall der Wechsel auf jeden Fall zum Gewinn führt. Das heißt, wenn der Kandidat wechselt und sagt, ja, ich möchte doch lieber Tür 2 haben, ist das die gute Wahl, er wird das Auto gewinnen. Wenn der Kandidat jetzt am Anfang die Tür 2 auswählt, die richtige Lösung, was würde dann passieren? Der Showmaster würde ihm dann entweder die Türe 3 öffnen oder die Türe 1. Er hat da jetzt zwei Türen zur Auswahl. Nehmen wir mal an, er würde hier diese Türe öffnen und den Kandidaten dann nochmal fragen, möchtest du wechseln? Der Kandidat würde wechseln, dann würde er hier bei der Türe 3 landen und das wäre natürlich jetzt keine gute Sache. Er würde nicht gewinnen. Im dritten Fall würde der Kandidat jetzt hier diese Türe auswählen. Das heißt, der Showmaster würde dann diese Türe hier öffnen und der Kandidat hätte nochmal die Möglichkeit, zur Türe 2 zu wechseln. Wenn er wechseln würde, wäre das auf jeden Fall wieder die gute Wahl. Er würde den Gewinn dann einstecken. Das heißt, wir haben also tatsächlich gesehen, dass in zwei Fällen, nämlich immer wenn der Kandidat falsch gewählt hat und er dann wechselt, dann gewinnt er. Ja, schreiben wir es nochmal auf. Wie sieht es aus,
Wie sieht es aus, wenn der Kandidat nicht wechselt? Ohne Wechsel. Wie sind die Chancen des Kandidaten? Ohne Wechsel. Das heißt, der hätte eine gewisse Chance zu gewinnen. Und die Chance zu gewinnen beträgt bei drei Türen und nur einem Gewinn beträgt sie ein Drittel. Eine von drei Türen führt zum Gewinn. Und die Chance zu verlieren ist demnach zwei Drittel. Weil er kann ja entweder nur gewinnen oder verlieren. Es sind auch zwei Türen da, die zur Ziege führen. Also zwei Drittel sind die Chance zu verlieren. Wenn der Kandidat nicht wechselt. Wenn er wechselt, mit Wechsel. Mit Wechsel. Die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen. Ja, da hat man ja die Sequenz. Ja? Der Kandidat wählt Türe 1, falsche Wahl, er wechselt, er bekommt das Richtige. Der Kandidat wählt Türe 3, falsche Wahl, er wechselt und bekommt das Richtige. Das heißt, in zwei von drei Fällen, nämlich genau in diesen Fällen, wo er ohne Wechsel verliert, da gewinnt er dann mit Wechsel. Und diese Wahrscheinlichkeit beträgt dann dementsprechend auch zwei Drittel. Und die Wahrscheinlichkeit zu verlieren ist dann das übrige Drittel. Also durch diesen Wechsel verdoppelt der Kandidat seine Gewinnwahrscheinlichkeit. Man könnte das auch so sehen. Man könnte auch sagen, hier, wenn ich meine Auswahl treffe, jede Tür hat die Wahrscheinlichkeit von ein Drittel, dass dahinter der Gewinn sein könnte. Das heißt, diese zwei Türen zusammen haben die Wahrscheinlichkeit von zwei Drittel, dass dahinter der Gewinn ist. Wenn der Showmaster jetzt eine dieser Türen aufmacht, dann geht diese zwei Drittel Gewinnwahrscheinlichkeit sozusagen in diese Tür hier über. Und deshalb ist es natürlich günstiger, diese Tür hier zu wählen, statt dieser Tür. Das heißt, für den Kandidaten, der zuerst diese Tür gewählt hat, ist der Wechsel dadurch auf jeden Fall attraktiv. Also das ist eine andere Sichtweise auf dasselbe Problem. Und man landet auf jeden Fall bei derselben Schlussfolgerung, der Kandidat sollte wechseln.